Sind wir allein im Universum? Und wenn nicht, waren sie schon hier, zu einer Zeit, als wir Menschen noch mit Steinwerkzeugen hantierten? Präastronautiker sind davon überzeugt und die physischen Beweise dafür existieren auch. Die sogenannten Out-of-Place-Artefakte. Dinge, die es ohne außerirdischen Einfluss nicht geben dürfte. Und doch sind sie auf der ganzen Welt zu finden. In der nächsten Stunde besuchen wir die verschiedensten Kontinente der Erde und schauen uns diese Artefakte genauer an. Unser erster Stopp führt uns nach Ostafrika. Im tiefen Urwald entdeckten Archäologen etwas, das uns an das Erbe der Aliens näher heranbringen könnte. Der undurchdringliche Dschungel Ruandas birgt so manches Geheimnis. Das Spannendste darunter ist wohl der von den schwedischen Entdeckern bezeichnete Friedhof der Aliens. Diesen entdeckten das Team von Anthropologen nahe der Stadt Kigali in Ruanda, welches in Zentralafrika liegt. Zuerst hielten die Archäologen ihren Fund für die Ruinen einer altertümlichen Siedlung. Doch schon bald stellten sie fest, dass sie sich geirrt hatten. Der vermutete antike Friedhof hat nichts gemein mit den sonstigen Friedhöfen der damaligen Menschen. Es handelt sich hierbei um ein Massengrab, das unzählige Leichname seltsamer Wesen beinhaltet, deren Größe zu Lebzeiten mindestens 2 Meter ausmachte. Im wahrsten Sinne des Wortes ein riesiger Fund. Einige der Forscher vor Ort berichten gar von einer Körperlänge von bis zu 7 Metern. Doch bleiben wir mal auf dem Boden, denn auch eine Körperlänge von 2 Metern ist schon beeindruckend. 2 Meter ist nun nicht riesig, werdet ihr sagen. Doch bedenkt, dass noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Durchschnittsgröße eines Menschen einmal gerade 1,60 Meter betrug. Für die damalige Zeit wäre der Ausdruck Riese also schon recht zutreffend. Zudem sei das Skelett der menschenähnlichen Wesen, insbesondere der Schädel, mehr als ungewöhnlich. Man konnte anhand dieser Funde nämlich nicht erkennen, dass diese Wesen je eine Nase, einen Mund oder Augen gehabt hätten. Kurios ist auch der Umstand, dass das Alter des Friedhofs nur 500 Jahre zurückliegt. Nun ist dies aber eine, historisch gesehen, so relativ kurze Zeitspanne, dass zumindest in den Geschichten der benachbarten Völker etwas von dieser Kultur zu finden sein müsste, auch wenn diese nicht aufgezeichnet wurde. Doch da ist rein gar nichts zu finden. Wie ein weißer Fleck auf der Landkarte entzieht sich dieses Volk der heimischen Geschichtsschreibung. Ein Indiz dafür, dass die Wesen, die in den Gräbern aufgefunden wurden, nur eine sehr kurze Zeitspanne lang existiert haben. Insgesamt fanden die Forscher mehr als 200 dieser seltsamen Wesen, die auf die bisher 40 aufgefundenen Gräbern verteilt waren. Auch die Todesursache dieser menschenähnlichen Wesen konnte bislang nicht von den Forschern geklärt werden. Einige mutige Beteiligte spekulieren aber schon eifrig. So waren diese Wesen Außerirdische, die in dem dichten Dschungel Ruandas vor einem halben Jahrtausend gelandet sind. Kurz nach ihrem Eintreffen wurden sie schwer krank und ein unvermeidliches Massensterben begann. Dieser Massentod ging dabei auf die Viren der Erde zurück, die überfallartig auf die Aliens hereinbrachen und deren Immunsystem nicht auf diese vorbereitet war. Obwohl die Geschichte sich sehr mit H.G. Wells Roman Krieg der Welten deckt, könnte dies natürlich die kurze Episode der afrikanischen Siedlung erklären und warum dieses Volk aus der Geschichtsschreibung ausgelöscht zu sein scheint. Zudem wird auch fernab vom afrikanischen Kontinent, nämlich in der Bibel, von den sogenannten Nephilim berichtet. Riesenhafte Mischwesen, gezeugt von göttlichen Wesen und Menschenfrauen. Dort heißt es, die Nephilim waren größer und stärker als Menschen. Einige Präastronautiker gehen davon aus, dass diese göttlichen Wesen Außerirdische waren und ihre überragende Größe an ihre hybriden Kinder weitergaben. Fragt sich natürlich nur noch, wer die Wesen begraben hat. Und vor allem, wo ist ihr Raumschiff abgeblieben, mit dem sie im afrikanischen Dschungel gelandet sind? Zumindest dieses ließe sich nicht so einfach aus der Wildnis Ruandas löschen, wie aus den Köpfen der Menschen. Vom afrikanischen Dschungel reisen wir in das Land der Maya. Guatemala, der bevölkerungsreichste Staat in Zentralamerika im Süden der Halbinsel Yucatan, hat nicht nur touristische Attraktionen zu bieten. Weit ab der Zivilisation steht ein Gebilde, das der Wissenschaft immer noch ein Rätsel aufgibt.
Der undurchdringliche Dschungel Guatemalas birgt eines der geheimnisvollsten Artefakte der Erde. Inmitten des Dickichts der exotischen Bäume, den einst die Maya-Stämme besiedelten, ruhte einst eine riesige Sandsteinstatue, die von Forschern in den 30er Jahren des vorherigen Jahrhunderts entdeckt worden war. Auf dem ersten Blick erscheint der Kopf der riesigen Figur unspektakulär. Doch schaut man genauer hin und ist sich über dessen bewusst, erkennt man ihre Besonderheit. Das Gesicht hat feine Gesichtszüge, dünne Lippen und eine große Nase. Das Gesicht ist Richtung Himmel gerichtet. Das absolut Ungewöhnliche daran ist, dass das Gesicht ausschließlich kaukasische Gesichtsmerkmale besitzt und keine der dort prähispanischen Bevölkerung. Die Abbildung eines kaukasischen Gesichts, das sich deutlich von dem eines Einheimischen unterscheidet, kann aber nur durch ein Wissen über deren Existenz erfolgen. Zudem konnte festgestellt werden, dass die Statue wesentlich älter ist als die in der Nähe entdeckten Skulpturen der Mayas, die zudem allesamt die typischen Gesichtsmerkmale der Bevölkerung abbilden. Auch haben die Forscher beweisen können, dass das Gelände, auf dem man die Statue entdeckt hat, nie besiedelt war. So lässt ein örtlicher Archäologe verlauten: "Ich bestätige, dass dieses Monument keine Merkmale von Maya, Nahuatl, Olmeken oder irgendeiner anderen vorspanischen Zivilisation aufweist. Es wurde von einer außergewöhnlichen und überlegenen Zivilisation mit großartigem Wissen geschaffen, von der es keine Aufzeichnungen über deren Existenz auf diesem Planeten gibt. Die Region, in der der Steinkopf aufgefunden worden sein soll, heißt La Democracia. Sie ist durchaus als Fundort von Steinköpfen bekannt, die verteilt im Dschungel liegen. Daher sind die damaligen Besiedlungen und die Art der Darstellungen den Archäologen auch sehr gut bekannt. Sie stammen zumeist von den Olmeken, die zwischen 1400 und 400 vor Christus dort siedelten. Zwar war das Kernland der Olmeken das Gebiet im Tiefland des Golfs von Mexiko, jedoch wurden Artefakte und Monumente auch an Orten aufgefunden, die hunderte Kilometer außerhalb dessen lagen, darunter eben auch in der Region La Democracia. Doch diese Statue sticht wie ein bunter Vogel aus all dem heraus, was die Forscher dort jemals aufgefunden haben. Und nach offizieller Geschichtsschreibung dürfte so ein Objekt zu dieser Zeit den europäischen Kontinent nie verlassen haben dürfen. Genauso wenig wie das Wissen, was zu ihrer Form führte. Nun macht es einem der Lauf der Geschichte schwer, weitere Untersuchungen an dem Sandsteinkopf durchzuführen. Als ein Foto der besonderen Statue ihren Weg nach Europa fand, begeisterte es Forscher und Autoren gleichermaßen. Sie recherchierten den Fundort und waren mit dem Finden der Familie Biener erfolgreich, die zu dieser Zeit die Besitzer des verwilderten Grundstücks waren. Doch sie hatten keine guten Nachrichten. Denn ein paar Jahre nach der Entdeckung des einzigartigen Denkmals wurde der Standort als Übungsplatz des Militärs benutzt. Die Truppen haben dabei unter anderem den Steinkopf als Zielscheibe benutzt und dabei fast völlig zerstört. So bleibt eben nur dieses eine Foto, um weitere Schlüsse zu ziehen. So konnte vor Ort immerhin noch rekonstruiert werden, dass das Monument ursprünglich eine Höhe zwischen 4 und 6 Metern hatte. Der Kopf ruhte dabei auf einem Hals. Ob die Statue einen ganzen Körper besaß, konnte man nicht mehr in Erfahrung bringen. In einer Dokumentation aus dem Jahre 2012 schreiben die Filmemacher die Entstehung der Statue einen Kontakt mit einer außerirdischen Zivilisation zu. Andere halten diese für den Beweis von europäischen Siedlern, die sehr lange vor Kolumbus und auch lange vor den Wikingern den amerikanischen Kontinent von Europa aus entdeckten. Fest steht, dass der riesige Steinkopf bis vor wenigen Jahrzehnten wirklich existierte. Es gibt keine Indizien dafür, dass das Foto eine Fälschung sei oder die Berichte von ansässigen Zeugen falsch sind. Doch die Fragen nach Herkunft, Erbauer und Zweck bleiben wohl für immer ein Geheimnis. Ob uns die Dschungel dieser Erde uns weitere dieser Funde irgendwann freigeben? Denkt man an Peru, fallen einem sofort die Nazca-Linien ein. Geoglyphen, die sich über eine steinige Felslandschaft erstrecken. Doch der Staat im westlichen Südamerika hat viel mehr zu bieten als nur Zeichen vergangener Kulturen. Da liegen sie, hinter dünnen Plexiglasscheiben und für jeden gut sichtbar. Ausgestellt in der Universität San Luis Gonzaga in Ica, Peru. Als wären sie ein natürlicher Teil der Menschheitsgeschichte.
Und je länger man sie sich ansieht, diese mumifizierten, steingewordenen Wesen, die einst lebten, desto mehr überkommt einem das Gefühl, etwas Einzigartiges vor sich zu haben. Waren diese steinernen Überreste wirklich einmal Menschen oder doch etwas ganz anderes? Die Forscher, die sich mit den Nazca-Mumien beschäftigen, sehen auf den ersten Blick einen ganz normalen Körper. Etwas ungewöhnlich, doch immer noch menschlich. Kein Grund, um direkt auf Außerirdische zu schließen. Doch beschäftigen sie sich genauer und nehmen jedes Körperteil unter die Lupe, entdecken sie immer mehr Anomalien, die einfach nicht in das Schema eines normalen Menschen passen wollen. Der Kopf ist größer, die Augen breiter, die Nase kleiner und Ohren sind auch keine zu finden. Zudem besitzen sie weniger Wirbel als ein normaler Mensch. Und doch heißt es immer wieder, dass die mumifizierten Überreste, die in Nazca entdeckt worden sind, Fälschungen seien. Schon kurz nach der Entdeckung dieser Körper gab die wissenschaftliche Gemeinde eine einhellige Erklärung ab. Das Ganze ist ein Schwindel. Doch ist dem wirklich so? Fest steht, dass die Skeptiker nie einen Blick auf die Mumien warfen oder sie gründlich analysierten. Doch die, die es taten, haben eine ganz andere Meinung. Da ist zum Beispiel Dr. Edson Viancoa, ein Skelettspezialist, der nach der Untersuchung der Überreste zu dem Schluss kam, dass sie einfach nicht menschlich sein können. Und nun bestätigt dies auch ein zweiter Forscher. Dr. José Benítez, ein Doktor der Gerichtsmedizin, hat nur zwei mögliche Erklärungen, die zudem eine mögliche Missbildung eines Menschen ausschließt. Er sagt, dass es sich bei den mumifizierten Überresten entweder um Außerirdische oder um eine neue Spezies handelt, der wir auf der Erde noch nie begegnet sind. Aber vielleicht schließt er das eine das andere auch gar nicht aus. Bedenkt man, dass sich die menschliche DNA nur etwa 1% von denen des Schimpansen unterscheidet, könnte man durchaus annehmen, dass Außerirdische, die sich vor langer Zeit einen gemeinsamen Genpool mit uns teilten, gar nicht so anders wären. Zumindest vom Körperbau her. Und nun bedenkt mal, was das 1% für einen Unterschied zwischen uns und dem Menschenaffen ausmacht. Was würde das 1% mehr zwischen uns und anderen Wesen ausmachen? Ob die Nazca-Mumien für diese Theorie ein Beweis sein könnten, wird sich wohl erst dann herausstellen, wenn sie im Licht der Öffentlichkeit nicht mehr als Schwindel dargestellt werden. Oder diese zumindest so weit untersucht werden können, dass Wissenschaftler nicht mehr befürchten müssen, sich dem Spott ihrer Kollegen auszusetzen. Für das nächste außergewöhnliche Erbe der Aliens bleiben wir zunächst in Peru. In der Stätte Toro Muerto jagen wir dem toten Stier hinterher und kommen einen weiteren Schritt der Wahrheit über die Anwesenheit von Außerirdischen in längst vergangener Zeit näher. Im fernen südamerikanischen Peru gibt es zahlreiche archäologische Stätten, die sowohl Besucher als auch Archäologen immer wieder verblüffen. Die ungewöhnlichste dieser befindet sich in Toro Muerto. Der Landesabschnitt hat eine Fläche von mehreren Quadratkilometern und sein Name bedeutet toter Stier. Diesen hat es seiner wasserarmen Umgebung zu verdanken. Die Feldzeichnungen, die auch Petroglyphen genannt werden, befinden sich in der Region Urracha in der Provinz Kastilien. Nach jüngsten Erkenntnissen sind dort 2584 Steinmetzarbeiten gefunden worden. Diese überwältigende Anzahl trug dazu bei, dass Toro Muerto nun als Weltkulturerbe anerkannt wird und rückt somit mehr ins Licht der Öffentlichkeit, als es sich der ein oder andere wünschen würde. Denn die archäologische Stätte von Toro Muerto weist bizarre Feldzeichnungen auf, die nach Meinung vieler das ultimative Zeugnis für die Besuche alter Außerirdischer in der fernen Vergangenheit darstellen. Viele Schnitzereien stellen seltsame Figuren dar, die wahrlich nicht menschlich zu sein scheinen. Noch faszinierender ist die Tatsache, dass viele dieser Petroglyphen eine verblüffende Ähnlichkeit mit anderen alten Felsmalereien aufweisen, die in ganz anderen Teilen unseres Planeten entdeckt worden sind, insbesondere mit den australischen Wanginas. Viele der alten Petroglyphen stammen aus der Zeit um 10.000 vor Christus. Bis heute haben Forscher etwa 5.000 dieser mysteriösen Zeichnungen identifiziert, die in den vulkanischen Felsblöcken eingraviert sind. Neben den gewöhnlichen Petroglyphen, die Darstellungen von Hirten und Jägern, Sonnenblumen, Bäumen und viele geometrische Symbole zeigen, gibt es weitaus mysteriösere Zeichnungen. Sie zeigen menschenähnliche Kreaturen,
aber nicht wirklich Menschen. So tragen viele von ihnen Antennen auf ihren Köpfen. Zudem ähneln sie eben auf faszinierende Weise denen, die in Australien gefunden worden sind, tausende Kilometer weit entfernt. Die dort einheimischen Ureinwohner fertigten ebenfalls Bilder von mysteriösen Kreaturen mit einer Art Heiligenschein um ihren Kopf an. Diese Wanginas genannten Feldzeichnungen zeigen seltsame Wesen ohne Mund, mit riesigen schwarzen Augen und blassen Gesichtern. Und diese Gesichter sind von einem Heiligenschein umgeben. Oder aber sie tragen eine Art Helm, wie die heutigen Astronauten. Forscher sind sich aber einig. Die Menschen des alten Peru sind in keiner Weise mit denen aus Australien verwandt. Und doch weisen die Feldzeichnungen eine frappierende Ähnlichkeit untereinander auf, die sich einfach nicht erklären lässt. Außer man nimmt an, dass beide Völker von den gleichen Wesen besucht worden sind und diese das darstellten, was sie gesehen haben. Den Forschern rund um Toro Muerte wird es allerdings schwer gemacht, weitere Erkenntnisse zu erlangen. Die Einheimischen weigern sich bis heute, bei den Ausgrabungen zu helfen. Für sie ist die Stätte ein Ort mit negativer Energie, den man lieber unberührt lassen sollte. Vielleicht kennen sie auch noch andere Stätten der kargen Felslandschaft, an denen man noch ganz andere Zeichnungen finden kann. Die kulturelle Wiege der Menschheit liegt im heutigen Irak. Das damalige Sumer ist in der Archäologie ein Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte. Doch belegen Ausgrabungen weit vor dieser Hochkultur eine Zivilisation, die einen Kontakt mit echsenartigen Außerirdischen zu haben schien. Es ist in der Archäologie allgemeinhin anerkannt, dass die erste große Zivilisation in Mesopotamien ihren Ursprung hatte, genauer gesagt in Sumer, dem heutigen Irak. Doch Entdeckungen in der archäologischen Stätte El Obeid lassen so manche Wissenschaftler bis heute rätseln. In der Ausgrabungsstätte wurden 7000 Jahre alte, präsumerische Artefakte gefunden, die humanoide, echsenartige Figuren darstellen. Diese Figuren sind mit langen Köpfen, mandelförmigen Augen, langen, spitz zulaufenden Gesichtern und einer eidechsenartigen Nase dargestellt. Was diese genau darstellen, ist völlig unbekannt. Nach Ansicht von Archäologen lassen ihre Körperhaltungen nicht vermuten, dass sie auf rituellen Haltungen basieren. Doch was sind sie dann? Könnte es sich dabei um lebensgetreue Darstellungen handeln? Eines spricht dafür. Die Obeid-Zeit beschreibt eine prähistorische Kultur in Mesopotamien, die zwischen 4000 und 5500 vor Christus datiert wird. Wie bei den Sumerern ist auch der Ursprung der Obeidianer unbekannt. Sie lebten in großen dörflichen Siedlungen, in Lehmziegelhäusern, hatten Architektur und Landwirtschaft entwickelt und das Land durch Bewässerung bewirtschaftet. Einige dieser Dörfer begannen sich zu Städten zu entwickeln. Nach und nach entstanden Tempel und monumentale Gebäude wie in Eridu, Ur und Uruk, den wichtigsten Städten der sumerischen Zivilisation. Dabei galt den sumerischen Texten nach Ur als die erste Stadt. Die meisten dieser ungewöhnlichen Funde machte man in Tell el-Obeid, aber auch in Ur und Eridu fand man diese reptilienartigen Figuren. Als die Stätte erstmals 1919 aufgefunden wurde, fand man sowohl männliche als auch weibliche Darstellungen dieser Figuren. Sie zeigten diese Echsenmenschen in den unterschiedlichsten Körperhaltungen und die meisten Figuren scheinen so etwas wie einen Helm zu tragen und eine Art Polsterung auf den Schultern zu haben. Andere Darstellungen zeigen sie mit einem Stab oder Zepter. Dabei hat jede Figur eine andere Haltung. Das seltsamste dieser ist allerdings, dass einige weibliche Figuren Babys beim Säugen halten. Und auch das Kind ist dabei als echsenartiges Wesen dargestellt. Nun ist aber allgemeinhin bekannt, dass Reptilien keine Brust besitzen, an denen sich ein Kind nähren kann. Demnach müsste es sich um eine Kreuzung zwischen zwei verschiedenen Arten handeln. Das, was die Wissenschaft irritieren könnte, sind Funde aus der gleichen Zeit. Denn diese stellen den Menschen in seiner ganz normalen Form dar, also einem realistischen Abbild seines Selbst. Warum sollten Menschen der damaligen Zeit also einerseits Skulpturen meißeln, die ihre Umwelt naturgetreu wiedergibt, andererseits abstrakte Darstellungen von vermeintlichen Fantasiegestalten erschaffen? So mancher Präastronautiker glaubt gar, dass die Menschen in Obeid mit ihren Darstellungen eine Geschichte der Kreuzung zwischen Mensch und Reptil erzählen.
Und ja, natürlich ist dies reine Spekulation und um diese Theorie zu beweisen, müsste man wohl weitere Funde besitzen. Doch die Tatsache, dass diese Echsenfiguren gleichzeitig mit naturalistischen Darstellungen geformt worden sind, lässt sich auch nur schwer von der Wissenschaft erklären. Das alte Römische Reich, eine hochtechnische Nation, doch so weit entwickelt, dass sie Nanotechnologie benutzte, um Kunstwerke zu erschaffen? Einige Präastronautiker halten dies für durchaus wahrscheinlich. Das Römische Reich. Es existierte über eine Zeitspanne von über 1000 Jahren. In der Zeit zwischen dem 8. Jahrhundert vor Christus und bis zum 7. Jahrhundert nach Christus war es Ausgangspunkt zahlreicher Staatsformen und Technologien, auf die unsere heutige Gesellschaft immer noch basiert oder zumindest zurückgreift. Doch mit so einer fortschrittlichen Technologie wie der Nanotechnologie bringt man das untergegangene Weltreich nicht in Verbindung. Doch da gibt es diesen einen Fund und auch wenn es kaum einer glauben mag, beweist dieser, dass die Römer eben diese hochentwickelte Nanotechnologie nutzten. Und auch seriöse Wissenschaftler zweifeln dies gar nicht an. Denn es ist unzweifelhaft belegt, dass der im 4. Jahrhundert hergestellte Lykorgos-Becher aus dichroitischem Glas besteht. Dieses besondere Glas ist in der Lage, je nach Lichteinfall, seine Farbe zu ändern. Der Name des Meisters, der dieses Stück vor mehr als 1600 Jahren erschuf, ging zwar irgendwann im Laufe der Geschichte verloren, doch die Methode, wie er dieses Meisterstück der Glaskunst erschuf, ist relativ gut gesichert. Denn er schuf diesen faszinierenden Kelch, indem er in das Glas Nanopartikel aus Gold und Silber einließ. Diese sind so klein, dass sie ohne ein heutiges Elektronenmikroskop erst gar nicht entdeckt werden könnten. Die winzigen Partikel blockieren dabei bestimmte Wellenlängen des Lichts. Und so ändert das Glas seine Farbe in Abhängigkeit vom Lichteinfall und dem, was sich im Inneren des Bechers befindet. Das Gefäß ist dabei 16,5 cm hoch und hat einen Durchmesser von 13,2 cm. Es erscheint im Gegenlicht rot und im Auflicht gelb-grün. Die dort eingearbeiteten Partikel konnten auf etwa 70 Nanometer bestimmt werden. Seine Hülle zeigt eine mythologische Szene, die in einen Weinstock verwandelte Ambrosia hält König Lykorgos, daher auch der Name des Bechers, gefangen, der von Dionysos gezüchtigt wird. Seit 1945 ist es im Besitz des britischen Staatsmuseums. Nun ist Glas bekanntlich sehr zerbrechlich. Und somit hat der Lykorgos-Becher als einziges Exemplar dieser Glasschmiedekunst die Jahrhunderte überlebt. Theoretisch hätte es aber möglich sein können, dass ganze Displays mit holographischen Bildern entstanden sind, die das Rom des 4. Jahrhunderts in ein sehr futuristisches Antlitz gehüllt hätten. Doch wie gelang es dem Glasschmiedemeister, diesen Kelch zu formen? Die Technik dahinter ist kompliziert. Das auch als Goldrubinglas bezeichnete Objekt gelangt zu seiner rubinroten Grundfarbe nur, wenn man dem Ausgangsmaterial Goldsalze beimischt und diese dann einer doppelten Erwärmung unterzieht. Die heiße Schmelzmasse ist dabei im ersten Prozess und nach dem Abkühlen auf Zimmertemperatur noch lange nicht rot. Es muss einem zweiten Brennvorgang unterzogen werden. Erst nach eben diesem zweiten Brennprozess zwischen 500 und 700 Grad Celsius entfaltet sich der Effekt. Konnten die alten Römer auf eine derart hohe Technologie alleine gestoßen sein? War es nur ein Zufall durch ständiges Ausprobieren, dass es zu einer so hohen Kunst kam? Selbst wenn dieser nanotechnologischen Produktion keine Hilfe von außen zugrunde liegt, ist es doch erstaunlich zu sehen, wie viel Wissen im Laufe der Zeit verloren gegangen ist. Sind die meisten Artefakte dieser Art hunderte oder tausende Jahre von Staub bedeckt? Stammt das nächste Objekt aus dem 20. Jahrhundert? Oder lag dieses etwa auch schon seit Ewigkeiten dort? Im März 1974 brach ein großer Brand auf den Feldern der amerikanischen Farmerfamilie Betts aus, die sich in George Island im Bundesstaat Florida niedergelassen hatte. Dieser flächendeckende Brand hat dabei mehr als 35 Hektar Wald vernichtet und die fruchtbaren Felder der Betts nahezu vernichtet. Doch das Feuer hat auch Erstaunliches an die Erdoberfläche befördert. Eine seltsame silberne Kugel mit einem Durchmesser von etwa 20 cm. Dabei ist das Gewicht des seltsamen Objekts für ihre Größe eindrucksvoll hoch.
Und es scheint auf den ersten Blick irgendwie nicht ganz zu passen, denn ganze 9,6 Kilo wiegt dieser ungewöhnliche Fund. Demnach müsste die Sphäre also eine ungewöhnlich hohe Dichte aufweisen. Was dieses außergewöhnliche Objekt mitten auf einem Ackerfeld in den USA zu suchen hatte, ist wirklich ein Rätsel. Zunächst dachten die Farmer, es handelt sich hierbei um eine alte Kanonenkugel aus dem Bürgerkrieg. Doch das passte nach reiflicher Überlegung nicht so ganz. Der zweite Gedanke war, dass es sich bei der Kugel um ein beschädigtes Objekt der NASA handeln könnte, das irgendwie überhalb ihres Grundstücks aus der Erdatmosphäre den Weg nach unten gefunden hatte und unbeschädigt abstürzte. Auch die Vermutung, es handelt sich nicht um ein amerikanisches Objekt, sondern stamme von einem sowjetischen Satelliten, stand zur Debatte. Schließlich befand man sich zu dieser Zeit inmitten des Kalten Krieges und man hatte ständig von Spionageflugzeugen gehört, die über dem Himmel der USA ihre Kreise ziehen könnten. Wie sollte auch sonst so ein Objekt auf ihren Grund und Boden gelangt sein? Die These, es handelt sich um ein außerirdisches Objekt, war fernab aller Vorstellungskraft der einfachen Farmerfamilie. Doch sollten sie aufgrund der Eigenschaften des silbernen Objekts schon bald zu dieser Vermutung kommen. Vorerst entschlossen sie sich dazu, die geheimnisvolle Kugel nach Hause mitzunehmen. Daheim stellten sie zu ihrem Verwundern fest, dass die Sphäre vom Brand tatsächlich völlig unbeschädigt geblieben ist und das, obwohl sie direkt im Zentrum des Flächenbrandes aufgefunden wurde. Hatte sie gar den Brand ausgelöst? Den Brand, die den Betts harte Monate durch die fehlenden Einnahmen der Landwirtschaft bescheren würde? Die Familie beschloss, sie erst einmal zur Seite zu legen und als Kuriosum zu behalten. Doch nur wenige Wochen später ereignete sich Merkwürdiges. Durch einen Zufall entdeckten sie, dass es sich bei der silbernen Kugel um mehr handeln müsse als nur ein schweres Stück rundes Metall. Als der noch zu Hause lebende 21-jährige Sohn Terry zu seiner Gitarre griff und darauf spielte, interagierte die Sphäre mit den Klängen der Gitarre. Sie begann wie eine Stimmgabel zu vibrieren und die Töne der Gitarre im Takt der Noten wiederzugeben. Etwas, wozu ein normales, rundes Stück Metall nicht in der Lage wäre. Diese Beobachtung war schließlich auch der Anlass dafür, die Sphäre genauer zu betrachten und zu testen, wozu sie noch alles in der Lage sei. Und so unterzogen sie der Kugel alle möglichen Tests, die sie sich haben einfallen lassen können. Und so fanden sie in einer Reihe von Versuchen noch mehr erstaunliche Eigenschaften und Merkmale der Kugel heraus. In einem dieser Tests entdeckten sie, dass die Kugel auf einer ebenen Oberfläche ungewöhnlich lange weiterrollt, wenn sie sie auf eine solche platzierten. So rollt die Sphäre mehr als 10 Minuten weiter und kommt dann genau an der Stelle zum Stillstand, an der man sie zuvor abgelegt hatte. Auch bemerkten sie, dass sie dazu in der Lage ist, die Richtung zu ändern, obwohl man sie in eine bestimmte Richtung gerollt hatte. In einem weiteren Versuch fanden die Betts heraus, dass die Kugel wetterfühlig ist. Legten sie sie in den Schatten, rollte sie von selbst in Richtung des Sonnenlichts. Vielleicht ja, um neue Energie zu tanken, um noch weitere mysteriöse Eigenschaften zu enthüllen. Die Bibel gilt für Millionen von Gläubigen als Gottes Wort. Für die Wissenschaft ist sie ein reichhaltiges historisches Dokument. Die dort beschriebene Bundeslade soll außer den 10 Geboten Technologie enthalten, die einfach nur als nicht irdisch bezeichnet werden kann. Doch ist sie göttlich oder außerirdisch? Oder gibt es da gar keinen Unterschied? Wir schreiben das 15. Jahrhundert vor Christus. Laut dem Buch Exodus der Bibel empfängt Moses die Steintafeln mit den 10 Geboten von Gott. Doch war es wirklich der christliche Gott, der Moses die frühzeitlichen Gesetze übergab? Oder war dieser Gott etwas ganz anderes? Doch Moses erhielt nicht nur die Steintafeln, sondern auch eine Anleitung zum Bau eines Objekts, das diese beherbergen sollte, die Bundeslade. In den alten biblischen Texten der Bibel übermittelt das Wesen, das in der Bibel als Gott bezeichnet wird, genaue Anweisungen zum Bau des Behältnisses. Macht eine Lade aus Akazienholz, 2,5 Ellen lang, 1,5 Ellen breit und 1,5 Ellen hoch. Überzieh sie innen und außen mit purem Gold und bring daran ringsherum eine Goldleiste an. Gieß für sie 4 Goldringe und befestige sie an ihren Füßen. 2 Ringe an der einen Seite und 2 Ringe an der anderen Seite.
Fertige Stangen aus Akazienholz an und überzieh sie mit Gold. Steck die Stangen durch die Ringe an den Seiten der Lade, so dass man damit die Lade tragen kann. Die Stangen sollen in den Ringen der Lade bleiben. Man soll sie nicht herausziehen. In die Lade sollst du die Steintafeln legen, die ich dir gebe. Verfertige auch eine Deckplatte aus purem Gold, 2,5 Ellen lang und 1,5 Ellen breit. Mach 2 Cherubinen, also 2 Schutzengel, aus getriebenem Gold und arbeite sie an den beiden Enden der Deckplatte heraus. Mach je einen Cherub an dem einen und dem anderen Ende. Auf der Deckplatte mach die Cherubim an den beiden Enden. Die Cherubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten, mit ihren Flügeln die Deckplatte beschirmen und sie sollen ihre Gesichter einander zuwenden. Der Deckplatte sollen die Gesichter der Cherubim zugewandt sein. Zudem wird übertragen, dass nur die gelehrtesten Priester die Bundeslade tragen dürfen, aber auch nur an den Stangen. Denn das Anfassen der heiligen Truhe hatte Schreckliches zufolge, wie wir später noch erfahren werden. Heutige Theologen schätzen aufgrund der Angaben in der Bibel die Bundeslade auf eine Größe von 130 x 80 x 80 cm. Doch in dieser Truhe soll nicht nur Platz für die Steintafeln mit den 10 Geboten gewesen sein, sondern auch für 2 weitere Relikte. Aarons Stab, der vermochte zu blühen und gar zum Baum zu werden, also die Kraft des Lebens in sich trug. Doch er konnte auch das Gegenteil bewirken und ganzen Flüssen das Leben entziehen. Zudem konnte Aaron seinen Stab in eine Schlange verwandeln, die den vorchristlichen Gelehrten ihre Macht entzog. Das andere Relikt war der Krug mit Manna. Eine mysteriöse Maschine, die anscheinend wie ein Replikator, den man aus der Science Fiction kennt, Nahrung aus dem Nichts erschaffen konnte. In der Bibel wird Manna als etwas Feines, Knuspriges, fein wie Reif, weiß wie Koriandersamen und mit dem Geschmack von Honigkuchen beschrieben. Diese Speise fiel nachts auf dem Wüstenboden und konnte des Morgens aufgesammelt werden. Sie durfte dabei nicht aufgespart werden. Alles, was am Abend noch nicht aufgegessen war, verdarb über Nacht. Sie soll so die lange Reise von Moses und seinen Anhängern durch die Wüste gesichert haben. Doch waren diese unglaublichen Fähigkeiten der Objekte göttlichen Ursprungs? Oder sind es Beschreibungen fortschrittlicher außerirdischer Technologie? Um dieser Frage nachgehen zu können, offenbart uns die Bibel weitere Beschreibungen, die Macht der Bundeslade und deren Inhalte wiedergibt. Laut dem Buch Joshua fielen die Mauern von Jericho, nachdem die israelitische Armee um die Stadt marschierte und ihre Trompeten blies. Dabei trugen sie die Bundeslade bei sich, von denen viele Präastronautiker glauben, dass Moses am Berg Sinai mit ihr eine übernatürliche Energiequelle erhielt, die man auch als Waffe einsetzen konnte. Diese könnte die Macht gehabt haben, die Hörner und Trompeten, die die Armeen bliesen, zu verstärken. Eine Art Schallwaffe, um die Mauern von Jericho einstürzen zu lassen. Während einige die Macht Gottes für den Fall der Mauern von Jericho verantwortlich machen, glaubt der Autor David Childress, dass die Israeliten sich mit der Bundeslade im Besitz einer außerirdischen Waffe befunden haben könnten. Er sagt, dass die Idee, dass eine Art von Schallwaffe verwendet wurde, um diese riesigen, dicken, antiken Mauern zu zerstören, um es den Israeliten zu ermöglichen, die Stadt einzunehmen, faszinierend sei. Es klingt für uns Menschen völlig fantastisch, dass sie eine Art fortgeschrittene außerirdische Technologie gehabt haben könnten. Aber das ist eindeutig das, was beschrieben wird. Noch faszinierender ist, dass heutzutage im militärisch-industriellen Komplex genau an solchen Schallwaffen geforscht wird, wie sie damals beschrieben wurden. Doch es gibt noch weitere Beschreibungen über die außerirdisch anmutenden Eigenschaften der Bundeslade. So heißt es in den biblischen Texten über diese: Schau hin, aber fass sie nicht an. Verbunden mit dem Beispiel des Israeliten Usa, der trotz dieser Warnung genau dies tat. Er legte seine Hände an die Bundeslade und wurde augenblicklich niedergestreckt. Nehmen wir die viel wahrscheinlichere Theorie an, dass dies nicht von einem omnipotenten Wesen geschah, so hätte dies nur durch eines ausgelöst werden können: einen Stromschlag. Im Jahr 1933 stellte der Ingenieursprofessor Frederick Rogers die Theorie auf, dass die wahre Todesursache ein Schlag von 10.000 Volt statischer Elektrizität war. Dabei sei die Bundeslade eigentlich ein riesiger Kondensator.
Der Dekan der Abteilung für Ingenieurwesen am Lewis Institute of Technology führte eine sorgfältige Studie der Konstruktion der Bundeslade durch, so wie sie in der Bibel beschrieben wird. Er kam zu dem Schluss, dass ihr Design einem perfekt konstruierten, einfachen elektrischen Kondensator entsprach. Die göttlichen oder außerirdischen Anweisungen verlangten die Erschaffung von zwei Cherubim aus reinem Gold, die auf einer goldenen Platte über der Bundeslade platziert werden sollten. Diese Cherubim, erklärt Professor Rogers, bildeten den positiven Pol eines Stromkreises. Einer der bekanntesten Überlieferungen der Bibel ist die der Teilung des Roten Meeres durch Moses. Doch nicht Moses war dafür verantwortlich, wie viele glauben, sondern die Bundeslade. So heißt es in den Texten: Siehe, die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde wird vor euch hergehen in den Jordan. Wenn dann die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn tragen, in dem Wasser des Jordans stillstehen, so wird das Wasser des Jordans stehen bleiben, wie ein einziger Wall. Als nun das Volk auszog, um durch den Jordan zu gehen, und die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen und sie ins Wasser tauchten, da stand das Wasser aufgerichtet wie ein einziger Wall. Und so ging das Volk hindurch, und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still im Trockenen, mitten im Jordan, und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. Glaubt man diesen Texten, hat die Bundeslade also die Macht besessen, große Wassermassen zu bewegen, ähnlich wie die Schallwaffe, die den Einsturz der Mauern Jerikos verursacht haben könnte. Könnte sie durchaus in der Lage gewesen sein, mit Luftströmen das Wasser zu teilen, um so den sicheren Durchgang der Israeliten zu gewährleisten. Was war oder ist also die Bundeslade, die die Macht hatte, massive Mauern zum Einsturz zu bringen, riesige Wassermassen zu teilen und anscheinend eine große elektrische Spannung besaß? Nimmt man die Beschreibungen aus der Bibel und setzt sie in ein heutiges Verhältnis, ist die Beschreibung einer hochentwickelten Maschine meiner Ansicht wahrscheinlicher als die einer göttlichen Gabe. Auf den Spuren außerirdischer Technologie stellt man sich auch die Frage, wenn sie da waren, woher kamen sie dann? Ein uralter indigener Stamm könnte uns diese Frage beantworten. Im westafrikanischen Staat Mali gibt es einen Stamm von Ureinwohnern, der ein Wissen besitzt, das viele Forscher vermuten lässt, dass dieses von einer außerirdischen Intelligenz stammen könnte. Es handelt sich hierbei um den Stamm der Dogon. Anscheinend hat dieser Kenntnisse über einen der hellsten Fixsterne, dem Stern Sirius, dessen Eigenschaften nicht einmal den heutigen Astronomen vollkommen bekannt sind. Doch nicht nur das. So wissen die Dogon zum Beispiel, dass sie in einem unendlich großen, aber trotzdem messbaren Universum leben, das unzählige, spiralförmige Welten beherbergt. Ihre Religion stellt den Stern Sirius als Zentrum der Welt dar. Doch dabei handelt es sich nicht um den hellen, mit bloßem Auge sichtbaren Hauptstern Sirius A, sondern um dessen Begleiter, Sirius B. Dieser ist ein kleiner, leuchtschwacher weißer Zwerg, den die Astronomen erst 1862 entdeckt haben. Doch hatten die Dogon schon lange vor dessen Entdeckung hohe Kenntnisse über diesen. In den Geschichten der Dogon heißt es, dass Sirius B, den sie Potolo nennen, innerhalb von 50 Jahren seinen Partner umkreist. Die heutigen Astronomen haben die Umlaufbahn auf 49,9 Jahre berechnet. Nur ein Zufall? Zeichnungen der Dogon zeigen zudem die Umlaufbahn des Sirius-Systems. Diese stimmen mit den tatsächlichen Daten erstaunlicherweise sehr gut überein. Die Erkenntnis, dass sich Potolo auf einer ovalen Umlaufbahn um Sirius bewegt, Sirius dabei aber nicht im Zentrum dieser Bahn steht, ist von hohem astronomischem Wissen geprägt und zeigt die Erkenntnis um die Eigengravitation der Objekte, die einen gemeinsamen, exzentrischen Schwerpunkt erschaffen. Zudem macht der Stamm auch Angaben über die Massenverhältnisse in diesem Doppelsternsystem. So sagen sie, dass Potolo, also Sirius B, viel kleiner, aber dafür viel schwerer ist als der helle Sirius A. Und auch das stimmt mit den modernen Messmethoden überein. Denn der kleine Sirius B ist auf seine Dichte bezogen, um einiges seinem Partner überlegen. So ist er rund 100.000 Mal dichter, auch wenn er gerade mal auf die Größe der Erde kommt.
In den Geschichten der Dogon gibt es zudem noch ein drittes Objekt im Sirius-System. Es heißt Emetolo und soll etwa viermal leichter und nur ein wenig größer als Potolo sein. Den Astronomen ist dieser Stern bisher unbekannt. Doch neueste Beobachtungen der gravitativen Bewegung in diesem System lassen vermuten, dass es dort tatsächlich noch ein weiteres Objekt gibt. Aber dabei muss es sich auch gar nicht um einen Stern handeln, sondern könnte auch einen Planeten darstellen. Etwa den Heimatplaneten der Wesen, von denen die Dogon ihr unfassbares astronomisches Wissen haben? Doch wer waren dann diese Außerirdischen, die der Stamm vor Jahrhunderten traf? Die Dogon bezeichnen sie als Numos oder Nomos. Es sind Wesen, die hauptsächlich im Wasser leben, sich aber auch an Land bewegen können. Ihre Kontakte zu den Dogons waren sehr vorsichtig, da die Außerirdischen befürchten mussten, ihre Anwesenheit wirke sich schädlich auf eine größere Gruppe aus. Einige sprechen zudem von den Nomos als nicht physische Wesen. Zudem schlagen einige Berichte den Bogen zum alten Ägypten. So sollen die amphibischen Wesen aus demselben Sternensystem stammen wie der ägyptische Gott Isis. Auch soll der erste Kontakt bereits vor 5000 Jahren stattgefunden und den Beginn der Zivilisation des Menschen eingeläutet haben. Natürlich gibt es bei den Skeptikern auch Ansätze, wie dieses vermeintlich uralte Wissen zu den Dogon gelangt sein könnte. So gehen diese davon aus, dass die damaligen Anthropologen dem Stamm Mitte der 30er Jahre die astronomischen Kenntnisse vorgegeben haben, um mit einer Sensation nach Europa zurückzukehren. Sollte dem allerdings nicht so sein, ist es wirklich ein erstaunlicher Beweis für ein Wissen, das es ohne außerirdischen Einfluss nicht hätte geben können. Die chinesische Mauer kann man gar aus dem Weltraum betrachten. Doch hat das alte Kaiserreich viel mysteriösere Bauten hervorgebracht, zu einer Zeit, die viel weiter zurückliegt und von deren Erbauung nur noch Legenden erzählen. Die weite Landschaft Chinas ist unzweifelhaft mit einer Vielzahl von geheimnisvollen Orten übersät. Einer dieser Orte ist der abgelegene Berg bei Gong in der Provinz Qinghai, der sich mit seinen Nachbarn pyramidenartig in den chinesischen Himmel erhebt. Am 19. Juni 2014 berichtete die staatliche chinesische Agentur Xinhua Net von einem überraschenden Fund in der Umgebung des dort gelegenen Qinghai-Sees. Dort hatte man scheinbar Gebilde entdeckt, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Diese metallenen Rohre, wie man herausfand, führen tief in das Innere des Berges, bis hin zu einem mehrere hundert Meter entfernten Salzwassersee. Das war für die Wissenschaftler und Archäologen schon ungewöhnlich genug. Doch diese Rohre inmitten der chinesischen Wildnis sollten nicht das Ungewöhnlichste sein. Denn als sie diese auf ihr Alter datierten, entdeckten sie Seltsames. Nach Angaben des Pekinger Instituts für Geologie sind diese rostigen Eisenrohre nämlich über 150.000 Jahre alt, also aus einer Zeit, als es offiziell noch keine Hochkulturen gab. Und bisher galt auch als gesichert, dass sich die früheste Zivilisation sich erst vor rund 30.000 Jahren in dieser Region niederließ. Auch die Exaktheit der Rohre verblüffte die Beteiligten. Diese haben nämlich einen wechselnden Durchmesser von 10 und 40 cm. Es gab kein einziges Rohr, welches davon abwich. Die Forscher fragten sich, wo die Rohre hinführen könnten. Am 43 Meter entfernten Ufer des Tosson befanden sich schließlich ebenfalls diese metallenen Leitungen, die überall verstreut herumlagen. Dort hatten diese Rohre allerdings nur noch einen Durchmesser von 2 und 4,5 cm. Die dortigen Leitungen befanden sich in einem hervorragenden Zustand, ließen die Entdecker verlauten. Man konnte sogar feststellen, in welche Himmelsrichtung sie verliefen, nämlich in ost-westlicher Richtung. Als dann Materialproben entnommen und zur Analyse eingereicht worden sind, nahm dieses mysteriöse System aus Rohren noch einmal ganz andere Dimensionen an. So fand man heraus, dass die mutmaßlichen Leitungen aus 30% Eisenoxid, Siliziumdioxid, Calciumoxid und 8% unidentifiziertem Material bestehen. Zudem konnte man feststellen, dass diese nicht nur leicht magnetisch sind, sondern auch noch radioaktive Strahlung absondern. Schwer zu glauben, dass Menschen vor 150.000 Jahren in der Lage waren, solche Leitungen herzustellen.
Aber vielleicht lassen sich die sogenannten Baigong-Rohre auch mit den alten Legenden der einheimischen Bevölkerung erklären. Denn diese bezeichnen die Rohre als ein Überbleibsel einer außerirdischen Zivilisation, die sich schon weit vor Niederlassung des Menschen dort aufhielten. So heißt es in der Folklore genauer: Der Berg Baigong war einmal Teil einer außerirdischen Landungsstation. Teile des Berges wurden zu Pyramiden geformt und als Andockstelle der Raumschiffe benutzt. Als diese göttlichen Besucher für immer verschwanden, hinterließen sie nur diese Bauten, aber ansonsten keinerlei andere Spuren. Die Pyramiden verkamen und wurden von der Natur und von der Zeit langsam aber sicher abgetragen. Was übrig blieb, waren diese Höhlen bzw. Rohre, in denen nur noch ein kleiner Rest davon zeugt, was sich dort einmal befand. Es erinnert natürlich stark an Passagen des Films und der Serie Stargate, in der die ägyptischen Pyramiden ebenfalls als Andockstation für außerirdische Raumschiffe genutzt worden sind. Doch vielleicht ist dies ja gar nicht so weit hergeholt und die Autoren der Serie haben sich selbst von alten Legenden inspirieren lassen. Und auch wenn die neuesten Forschungsergebnisse das Alter der Rohre nur noch auf 30.000 Jahre schätzen, bleibt es ein Rätsel, wie diese entstanden sind. Auch Europa hält einige unerklärliche Funde bereit. Nur unweit von Stonehenge in Wales entdeckten Forscher Artefakte, die die Geschichte der Menschheit abermals in einem anderen Licht erscheinen lässt. Vom Gipfel des Great Ormi aus sieht die Landschaft so friedlich wie eindrucksvoll aus. Sanfte grüne Hügel und Ackerland, das sich bis zur tiefblauen irischen See erstreckt. Doch die weite Landzunge, die sich über Llandudno in Wales erhebt, hat ein Geheimnis. Eines, das seit tausenden von Jahren dort begraben lag und bis zur Bronzezeit zurückreicht. Denn mehr als 8 Kilometer Tunnel verlaufen unter der Oberfläche des Hügels. Sie erstrecken sich über 9 verschiedene Ebenen und erreichen eine Tiefe von bis zu 70 Metern. Bei den Tunnelsystemen handelt es sich um eine uralte Kupfermine, die vor etwa 3800 Jahren zum ersten Mal ausgehoben wurde. Über wenige Jahrhunderte hinweg wurde sie zu der größten Mine innerhalb Großbritanniens. Die Archäologen, die bereits seit Jahrzehnten diese Mine erforschen, haben dort mehr als 2500 Hämmer ausgegraben. Bis dahin nichts Spektakuläres, doch wartet ab. Ein heutiger Vorschlaghammer, also der größte unter der Klasse der Hämmer, wiegt in der Regel knapp 5 Kilo. Die größten Vorschlaghämmer, die produziert werden, können bis zu 9 Kilo wiegen. Ein kräftiger Mann, der daran gewöhnt ist, einen solchen Hammer zu schwingen, ist in der Lage, einen 9 Kilo schweren Vorschlaghammer ein paar Stunden lang zu schwingen. Dann wäre dieser aber auch am Ende seiner Kräfte. Gibt man ihm einen noch schwereren Hammer, gelänge er nach nur sehr kurzer Zeit an sein körperliches Limit. Nun werdet ihr verstehen, dass die Archäologen mehr als erstaunt waren, als sie in der Mine Vorschlaghämmer mit einem Gewicht von 30 Kilo fanden, die dazu auch noch mit einem 2,7 Meter langen Griff versehen waren. Was für ein Mensch hätte einen solchen Hammer schwingen können? Es hätte schon einen Halbgott wie Thor benötigt. Oder aber Riesen. Die Forscher wollten es natürlich genauer wissen und berechneten, wie groß ein Mensch hätte sein müssen, wenn er nicht einen üblichen 5 bis 9 Kilo schweren Hammer, sondern eben jene Riesenhämmer hätte schwingen wollen. So gehen die Archäologen nach ihren Berechnungen davon aus, dass eine Person, die dreimal so groß ist wie der Durchschnittsmensch, nämlich 5 Meter und 50 Zentimeter, nötig gewesen wäre, um diesen zu heben und zu schwingen. Doch wer oder was könnten diese Wesen sein, die so übermenschlich groß hätten sein müssen? Wie schon in einer der vorherigen Videos thematisiert, kommt man bei solchen riesenhaften Kreaturen schnell auf die in der Bibel beschriebenen Nephilim, riesenhafte Mischwesen, gezeugt von göttlichen Wesen und Menschenfrauen. Dort heißt es, die Nephilim waren größer und stärker als Menschen. Einige Präastronautiker gehen davon aus, dass diese göttlichen Wesen Außerirdische waren und ihre überragende Größe an ihre hybriden Kinder weitergaben. Und auch in den sumerischen Schriften finden sich Erzählungen über Riesen, die gar 6 statt der üblichen 5 Finger hatten. Die fast 3 Meter großen Stiele der aufgefundenen Vorschlaghämmer hätten sie sicherlich gut umgreifen können. Das Streben nach Wissen liegt der Menschheit im Blut.
Es hat Jahrtausende der Entwicklung gebraucht, um uns selbst besser kennenzulernen. Ist das Wissen um unser Bewusstsein immer noch ein Rätsel, kennen wir unsere Biologie, den Stoff, aus dem wir bestehen, sehr gut. Doch wie konnte diese Erkenntnis in eine Kultur einfließen, die vor 6000 Jahren lebte? Die sogenannte genetische Scheibe aus Kolumbien ist ein wirklich bemerkenswertes Artefakt. Sie ist 6000 Jahre alt, stammt also aus der Antike und beinhaltet dennoch komplexes biologisches Wissen. Offiziell ist erst seit Beginn des neuen Jahrtausends der menschliche genetische Plan des Lebens entschlüsselt. Zwar ist weiterhin die Funktion vieler Gene noch unbekannt, doch wir wissen inzwischen ziemlich genau, wie sich Leben entwickeln kann. Die Menschen in der Antike hatten allerdings eine ganz andere Vorstellung von der Entstehung des Lebens. Die Menschen verbanden damals die Evolution mit dem Baum des Lebens oder auch Weltenbaum genannt. In vielen dieser antiken Texte und Darstellungen über den Weltenbaum und dem Ursprung des Lebens wird über Götter berichtet, die einst Menschen und andere Kreaturen erschufen. Es ist die Rede von amphibienartigen Kreaturen und Fabelwesen. Basieren diese auf realen Erfahrungen oder sind sie dann doch nur der menschlichen Fantasie entsprungen? Wer waren diese Götter, die laut den alten Überlieferungen uns, die Menschheit, erschufen? Die genetische Scheibe aus Kolumbien in Südamerika ist einer der interessantesten und dabei auch verwirrendsten Funde der Archäologie und könnte eine Antwort auf diese Fragen beinhalten. Das einzigartige Relikt ist aus schwarzem Stein gefertigt, misst etwa 22 cm im Durchmesser und wiegt etwa 2 Kilo. Auf der Scheibe befinden sich Schnitzereien, die das erstaunliche Wissen unserer Vorfahren auf ein ganz neues Level hebt. Das Objekt wurde unter anderem im Naturhistorischen Museum in Wien, Österreich untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass es nicht aus künstlichen Materialien wie Zement, sondern aus Lydit, einem sehr harten, schwarzen Gestein, hergestellt wurde. Die Datierung konnte in die prähistorische Epoche der Menschheit erfolgen und wird der präkolumbianischen Kultur zugeordnet. Beeindruckender als das Wissen um die Bearbeitung eines solchen eisenharten Gesteins sind aber die Symbole auf der Scheibe. Die Vorder- und Rückseite sind mit Schnitzereien und Ornamenten verziert, die wiederum durch einzelne vertikale Streifen getrennt sind. Am Rande der Scheibe befindet sich das Symbol einer Schlange. In der Mitte weist die Scheibe ein Loch auf, was darauf hindeutet, dass die Scheibe einst auf einem Stab oder ähnliches befestigt wurde. Einer der Seiten zeigt biologische Details wie männliche Spermien, die weibliche Eizelle und die Genitalien, die befruchtete Eizelle, den Fötus und den heranwachsenden Embryo. Die andere Seite zeigt Szenen, die man als Zellteilung und die Darstellung von Froschkreaturen in verschiedenen Stadien interpretieren könnte. Einiges an diesem Wissen könnte man durchaus aus Beobachtungen in der Natur gewonnen haben. Anderes erscheint wiederum unmöglich in Erfahrung zu bringen, zumindest nicht ohne moderne medizinische und biologische Instrumente. Auch die Wissenschaft bestätigt der Scheibe einen komplexen Inhalt, der für damalige Verhältnisse unmöglich zu ergründen war. Ein Umstand, der viele Wissenschaftler bei Erscheinen der Scheibe dazu verleitete, sie als Fälschung zu bezeichnen. Denn nach ihrem Wissen nach kann sie nicht in das bekannte südamerikanische Kultursystem eingeordnet werden. Dagegen spricht, dass es nicht logisch wäre, warum ein Fälscher etwas fälschen sollte, das in kein uns bekanntes Schema passt. Denn wenn er eine Fälschung verkaufen will, wäre dies eher hinderlich. Ein sehr augenscheinlicher Zusammenhang ist die starke Verbindung zu Reptilien, die die genetische Scheibe beinhaltet. Manche Präastronautiker sehen in dieser einen engen Zusammenhang mit reptiloiden Außerirdischen, die nicht nur das Wissen um die menschliche und tierische Genetik weitergaben, sondern auch einen Einfluss auf die Entwicklung des Menschen nahmen. Natürlich ist dies reine Spekulation und diese Theorie zu beweisen wird dann wohl doch sehr schwer. Doch die Tatsache, dass es im antiken Kolumbien vor Jahrtausenden ein Wissen über genetische Prozesse zu gegeben haben schien, ist wirklich beeindruckend. Und lässt sich genauso wenig von der Wissenschaft erklären, wie ein damaliger Kontakt mit reptilienartigen Wesen, die vielleicht dann doch ihr Wissen an die frühzeitlichen Menschen weitergaben. Kann es sein, dass die Erde vor Jahrtausenden von Außerirdischen besucht worden ist? Haben sie ihr Wissen mit uns geteilt? Es mag sein, dass die heute gesehenen Artefakte auch auf ganz irdischem Weg entstanden sind.
Doch die Anzahl, und es gibt weitaus mehr als hier vorgestellt wurden, sollte uns zum Nachdenken bewegen über das Erbe der Aliens.